Moin Moin und herzlich willkommen zu einer kleinen Vorschau auf unsere 20. Kiel Open Source und Linux Tage, die dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September stattfinden. Und hoffentlich dürfen wir auch wieder Dinge vor Ort machen, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren ja nicht machen durften, aus bekannten Gründen. Und da zeigen wir euch ein bisschen, was es so für Aktionen vor Ort gibt. Warum ihr unbedingt nach Kiel kommen müsst. Kiel ist zwar immer eine Reise wert, aber während der Kieler Open Source und Linux Tage natürlich ganz besonders. Und heute ist Klaus mit dabei und er hat ein bisschen was vorbereitet. Worum geht's denn da? Ja, dieses Jahr, 20 Jahre schon, unglaublich, denken wir uns für die Linux Lounge ein bisschen was Besonderes aus. Und wer von den alten Nerds und Gamern nicht mehr warten kann, bis Monkey Island Returns oder beziehungsweise Return to Monkey Island endlich in den Startlöchern ist, der sollte erst recht zu den Kieler Linux-Tagen kommen, weil es dieses Jahr in der Linux-Lounge was zu rätseln und zu knobeln gibt. Die kleinen grauen Zellen, die Open Source und Linux-Kenntnisse können in Verbindung gebracht werden mit den alten Piraterie-Erfahrungen aus den PC-Adventures. Und das wird natürlich alles mit Linux zu tun haben. Wir können ja mal gucken, was da Genau. so im Programm ist. Also eventuell müssen wir uns auch ein bisschen mit Standardlektüre behelfen. Ja, wie war das jetzt nochmal mit Variablenverwaltung in Shell-Programmen und so weiter? Im Zweifel Herrn Koffler fragen. Der ist in der Linux-Lounge dann auch anzutreffen. Ach, der auch. Der auch. In Mal direkt gucken, live was. in Person? Nein, Ach. im Geiste Ach, durch immerhin. sein Werk. Ja. Da kann kein Linux-Freund einen Bogen drumherum machen. Also wer seinen Koffler kennt, hat definitiv schon mal eventuell einen Vorteil beim Gerätsel. Ja, dann den legendären Schatz von Big Whoop wird es vielleicht nicht zu finden geben, aber bringt den Spaten mit und die Kryptografiekenntnisse, um rauszufinden, was in dieser historischen, eindeutig historischen, völlig historischen Schatztruhe verborgen ist. Und Oh. kommt ihr natürlich nicht so einfach ran. Also die alten Kombinatorikkenntnisse, die Mathekenntnisse entstaubt. Und ja, dann werdet ihr vielleicht erfahren, was sich hier drin verbirgt. Okay. Also da Und können wir gespannt sein, was da wohl drin ist. Ich weiß es auch nicht. genau. Ich weiß es auch noch nicht, aber es wird Ach so. definitiv was Tolles drin sein. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, was gibt es noch in der Linux Lounge zu errätseln und ertüfteln? Linux ist ja ein Technikerkram. Wir sind alle Techniker oder Hobbytechniker oder Technikfreunde. Aber wir hatten ja sicherlich auch alle in der Schule Bio und vielleicht findet ja auch irgendjemand raus, was Linux mit Pilzen und ähnlichem Gewächs zu tun hat und warum man solche Sachen dieses Jahr in der Linux Lounge antreffen wird. Das, ich weiß nicht, Hauke, kannst du dir da irgendeinen Reim drauf machen? Ich würde sagen, das ist jetzt eine Braunkappe. Ist die jetzt zum Verzehr geeignet oder nicht? Also auf die Pilzjagd zum selber Essen habe ich mich noch nicht getraut. Okay. Nur in Computerspielen eventuell. Aber wie wir wissen, sind da die Effekte auch manchmal so eine Sache. Nein, wir können soweit verraten, dass die Pilze natürlich Beiwerk zu irgendwas Größerem sind. Und was und die Schlüsse, was das dann mit Linux und Open Source und IT und so weiter zu tun hat, die könnt ihr dann bitte alle in der Linux Lounge selber treffen. Ja, also wie man sieht, warst du ja auch vor Ort tätig. Also du hast dir, interpretiere ich jetzt mal aus dem Bild, sehr fleißig irgendwas aufgezeichnet. Was hast du denn da so gemacht?
Ja, also ich habe meine sämtlichen Kenntnisse von Innenarchitektur irgendwo zusammengekratzt und mir die Linux Lounge bzw. die Räumlichkeiten im Kiez, die sozusagen unsere Linux Lounge dann beherbergen werden, mal genau angeguckt. Und ich habe Maß genommen, damit die verschiedenen Requisiten, die wir für unser Rätsel haben, da auch reinpassen. Ich habe ja in jede Ecke geschaut und unter jedes Brett. War ein bisschen ungewohnt für jemanden, der sich normalerweise vor dem Computer wohlfühlt. Und ich habe mich auch an komplizierte Werkzeuge, mit denen ich normalerweise nicht viel zu tun habe, herangetraut. Was war das jetzt? Ein Wanderstab, den man mir in die Hand gedrückt hat. Zum Mit Zusammenklappen. Hilfe, Im genau, Zusammenklappen mit Hilfe, total mit fachkundiger praktisch, ne? Hilfe habe ich es danach herausgefunden, wie man damit umgeht und was das ist. Und insofern sind wir jetzt gut vorbereitet dafür, um das Rätsel in der Linux Lounge zu kombinieren mit dem, was das ja ursprünglich ist, der Lounge-Bereich, den es bei Linux-Tagen schon immer gibt, wo man sich's dann auch einfach ein bisschen gemütlich machen kann. Ja, also das ist ja schon sehr interessant, was Klaus uns da jetzt gezeigt hat. Also kommt auf jeden Fall vorbei zu den Kilo Open Source und Linux Tagen. Nicht nur, weil es die 20. sind, sondern weil es sich wirklich lohnt mit allem, was es da noch so gibt. Also wir haben Vorträge, wir haben Workshops, wir haben tolle Rätsel, wir haben wahrscheinlich gemeinsames Grillen und eine Verlosung und alles, was da so dazugehört. Ja, also kommt vorbei oder wenn ihr nicht nach Kiel kommen wollt oder könnt, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, online mitzumachen, denn wir werden vieles davon auch live streamen, aber einige Dinge gibt es halt leider wirklich bloß vor Ort, wie diese tollen Rätsel. Jo. Gut, ja, dann viel Spaß, bleibt gesund und ja, bis dann. Wir freuen uns.